Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario 3D World. In der letzten Folge haben wir den Boss von Welt 5 gemacht, das erste Level von Welt 6 und am Anfang haben wir die Röhren ausgekundschaftet. Bei einer Röhre sind wir auf Welt 1 zurückgekommen und bei der anderen Röhre haben wir ein Zusatzlevel entdeckt, was eigentlich ein Haufen Münzen waren, also geschenkte Ups, One-Ups. Dann haben wir hier eine Röhre, die wir ganz machen können, da schauen wir mal kurz rein. Ah, ist wieder Firebro. Den machen wir mal schnell. Das dritte Versteck. Gemacht wird's mit Mario. Da schalten die sich gegenseitig aus. Oh. Geschafft. Aber ich bin halt wieder klein. Ja. War jetzt nicht gerade die beste Lösung, aber mal. Regenbogen, Regen. Ja, dann schauen wir jetzt in Welt 6.2. Die verwunschene Flotte. Das ist ein weiteres Geisterhaus. Da haben wir bis jetzt noch eins gehabt. Und ins Geisterhaus geht Luigi. Wie passend. Aber ist kein Geisterhaus, ist tatsächlich eine Flotte. Aber trotzdem passend. Boah, heilige. Bin ich gerade echt runtergesprungen? Ah. War meine Schuld. Ah. Wenigstens sind wir jetzt wieder groß. Jetzt bin ich mit runtergefallen, aber ich merke schon, war schon richtig der Gedanke. Kriege ich tatsächlich einen Grünstern für das Töten der Gegner. Aber bin ich tatsächlich selber runtergefallen. So, jetzt. Grünstein Nummer 1. Alter. Irgendwie habe ich es mit dem Gewackel nicht so richtig. Ich glaube, ich habe was verpasst. So, somit jetzt bin ich wieder klein. Komm schon. Ich bin runtergefallen. Aber der Stern und der Stempel sind ja gespeichert, also. Ich habe einen Grünstuhl übersehen. Willst du mich verarschen? Wo denn? Ah, ich Idiot. Na, ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin.
schon. Alter, jetzt bin ich selber reingefallen. Ich will doch nur diese Bullyheads, ich weiß nicht wie die heißen, reintun selber. Jetzt bin ich daneben gesprungen. Also irgendwie... Ne. So oft gefailt, dass der goldene Tanuki angeboten wurde. Alter, ich wäre fast schon wieder selber runtergefallen. Alter, ich will die doch nur runterschubsen. Jetzt da. So. Eins noch, runter mit dir. Runter mit dir. Jetzt da, danke. Oh, wie mühselig das ist. Ach, wenigstens Goldflagge direkt. Da müssen wir nur noch nach dem zweiten Stern suchen hier. Der ist wahrscheinlich unter Wasser drin gewesen. Ich bin einfach wegen dem Stempel oben drüber gegangen, weil ich dachte, da unten ist nichts mehr. Safe. Ja, das werden wir gleich rausfinden. Eine Bowser-Statue. Und ein Sumpf. Och, nee. So, wer geht jetzt nochmal in die verwunschene Flotte? Peach geht rein. Der zweite Stern fehlt mir, also kann ich jetzt durchrennen. Moment, hier kann ich ja das Power-Up mitnehmen. Lol. Jo, ja, hier war Stern Nummer 1, dann Stern Nummer 2 da unten drin. Aber wo? Ah, ich sehe schon. Da, wo es grün rausleuchtet. Ach nee, jetzt kommt wieder die dumme Passage. Aber wenn ich damit zu den Bullyheads vorkommen würde, aber ich nenne sie jetzt einfach so, aber... So, und runter mit dir. Runter, habe ich gesagt. Danke. Ach, das war jetzt irgendwie easy. Jetzt habe ich es geschafft, irgendwie beim ersten Versuch sogar. So, jetzt. Auch mit Peach das Level durchgespielt. Und komplettiert auch. Wenn ich mich nicht so anstellen würde, würden wahrscheinlich mehr Level reinpassen in mein Part, aber Fehler sind menschlich. Wenn alles glatt laufen würde, dann würde es ja auch keinen Spaß machen zuzuschauen, würde ich sagen. So ist es. 100 braucht man hier schon. Bild 3. Das Haus der 1000 Touchscreen-Türen. Und gespielt wird mit Luigi. Ah, das wird lustig.
Okay. Da war einfach nur ein One-Up. Münzen. Irgendwo ist bestimmt auch ein Grünstein versteckt oder so. Ja, so kann man natürlich auch sterben. Von dem Goomba zerrannt. So. Rein da. Wusste ich doch. Da hinten war nix. Also bist du auch drauf. Da ist nix. Schon wieder so ein Helm. Ey. Danke, dass ich es freigemacht habe. Ich brauche nämlich... Okay, dann gibt es hier nur Münzen. Warum kriege ich hier so viele One-Up, so eine Power-Up-Pilze? Hätte ich in den früheren Leveln öfter gebraucht. Ich hoffe, ich krieg's hin. Oh. Das war ein risky Move. Ja, so wie ich gerade hier das verloren habe, war dumm. Irgendwo hier oben ist safe was. Safe. Und rein da. Komm schon, irgendwo. Jetzt dachte ich, habe ich mit der Katze eigentlich was ganz Gutes, aber ich bringe mir noch selber um. Meine Dummheit. Komm schon. Boah, das war eine Rettungsaktion, du. Da ist der Weg, den ich gerade gegangen bin, wo ich dachte, ist der richtige Weg, nicht der richtige Weg. Aber ich hätte ja abkürzen können. Und nicht drauf gehen. Jetzt darf ich alles nochmal sammeln. Ah, wird schon hinhauen. Was auch immer hier gemacht wird.
Habe ich das Level gerade irgendwie komplett abgekürzt? Ja, habe ich. Einfach aufs Dach geflogen, wo das Level endet. Da müssen wir schauen. Ich brauche irgendwas, womit ich die scheiß Glocken läuten kann. Mal wieder hier. Ist ja bestimmt irgendwas. Gut, dann geht's auch so. Zu wissen, dass ich auch damit den Gong hätte bewegen können. Ah, das bringt nur die Gegner. Ach, den hätte ich jetzt gebraucht am Schluss. So, dann müssen wir schauen. Den Stempel haben wir wahrscheinlich übersehen, richtig? Ah. Ja, da muss ich nochmal reingucken. Wegen dem Stempel. Der war bestimmt irgendwo ganz offensichtlich und ich habe ihn einfach nur übersehen. Aber wenigstens alle Grinsteine schon. Ja. Mit wem gehen wir jetzt ins Level? Peach! Geht mal wieder ins Level rein. So, irgendwo hier. Augen aufmachen. Sieht bei Peach irgendwie komisch aus. Da hätten wir dieses komische... Oh, ich habe ja nichts unten drin, also gut. Jetzt habe ich gerade echt den Dreck wieder verloren. Dann war ich wieder die Treppe runter. Aber warum nicht ganz runter? Der wird wahrscheinlich irgendwo draußen sein dann. Hier war Grünchen Nummer 1. Da war dieser Geldmünzen-Heini. Hier war der. Ein Safe irgend auf einem dieser Dinger drauf. Weil sonst weiß ich echt nicht wo. So, dann holen wir uns mal wieder so einen Propellerhut, weil der ganz sicher hier irgendwo ist. Der Stempel. Aber wo?
Dann probieren wir es einfach mal hier reinfolgen. Da ist ein Tod drin. Man muss ja versuchen. Da ist auch der Tod. Dann habe ich echt keine Ahnung, wo der Stempel ist. Dann werde ich ihn euch wahrscheinlich wieder reinschneiden müssen, wenn ich ihn hier jetzt nirgendwo sehe. Nee. Ich sehe ihn nirgends. Ich werde ihn euch reinschneiden. Hier draußen, echt? Wer soll da bitte drauf kommen, dass man hier auch hier draußen rauskommt? Das ist nur Zufall. Dass ich mit Propeller hier raus bin. So. Ich würde sagen, wenn wir noch einen Jackpot da haben, also einen Spielautomat, dann machen wir den noch. Und wenn nicht, dann beenden wir die Folge direkt. Dann gehen wir noch in den Checkout, in den Spielautomaten und besiegen dann auch den Gegner. Ja, das war nix. Das wird nix. 300. 3 One-Ups. Geht doch. Dann besiegen wir, weiß nicht wie der heißt. Ich habe es jetzt bisher mal Bully genannt. Weil sie mich rumschubsen. Wie heißen die Dinger? Ja doch, Bully heißt tatsächlich so. War ich doch richtig. Mit wem kämpfen wir gegen den Bully-Prinzen? Ah, der Bully-Prinz kriegt auf die Fresse. Ich glaube, so nenne ich auch den Part dann. Und besiegt. Haben wir schon mal den Weg freigeschaltet für nächste Folge, auch wenn wir noch ein Level davor machen müssen. Aber das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, ich schaue auch in die nächste Folge wieder rein, wenn es wieder heißt Super Mario 3D World. Ich sehe euch. Ciao, euer Gladius.